Das ist echt eklig. Hat die mich angereiert? Oder einfach nur gehustet? Oder was hat die gemacht? Das ist ja eklig. Ich glaube, wir müssen da hoch. Oder? Gut, wir müssen da hoch, aber halt dahinter. Oh, diese Level-Designs, ne? Wer die gemacht hat, der hat bestimmt auch Spaß bei der Arbeit. Oh, wir kommen zu Mulan. Und jetzt gehen wir in den Aufzug. Das hier scheint so ein bisschen ein Speedrun-Kapitel zu sein. Sehr. Oh ja, oh ja. Platzen die jetzt? Oh. Oh, diese Musik. Ich dachte, die platzen jetzt oder so. Oh, wir haben wieder Hunger. Das war filmreif. Danke, Karin. Ja, und du denkst dir halt, du rennst und rennst und die kommen immer näher. Aber du schaffst es. Du darfst dir halt keinen Fehler erlauben. Gib mir die Wurst. Nein! Wir haben den Wichtel gegessen. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ich möchte nicht, dass wir den Wichtel gegessen haben. Mulan!
Ja gut, die Ratte, ja, das war auch schon... Hulan, das hast du davon. Aber wir können auch nicht unsere Wichtelfreunde essen. Wir sind das Monster in diesem Spiel. Ja, ich habe meinen Freund und Helfer, den Wichtel, gegessen. Ich gebe zu, das war doof. Ich esse die Weihnachtswichtel. Die brauchen wir nächstes Jahr erst wieder. Errungenschaft freigeschaltet. Der Gästebereich. Oh, dann sind wir jetzt im letzten Kapitel. Das Kapitel ging schnell. Und ich mach gleich ein bisschen Licht an. Ich glaube, langsam wird's schwierig. Geht das so besser? Wartet kurz, ich... Spielst du die DLCs auch noch? Das muss ich gucken. Kosten die was? Bestimmt, oder? Ich meine, ich habe jetzt ja noch ein Kapitel. Mal gucken. Wenn sie es anbietet, spiele ich die vielleicht nochmal. Kosten was? Schade. Es gibt ja auch kostenfreie DLCs, die einfach dazu gepatcht werden. Aber vielleicht sind die ja mal im Angebot oder so. Vielleicht kann ich die dann ja mal holen. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wir müssen hier rein. Hulan. Guck mal, ich habe das Feuerzeug. Müssen wir nur noch wissen, wo der Schlüssel ist. Der Spiegel zeigt ihre Seele, Behemoth. Und die Seele ist eh schwarz. Also. Guck mal, hier ist ein Auge drauf. Sieh mal einer an. Da ist ein Schlüssel. So wie deine. Ja? Und gar nicht gucken. Behemoths Spiegel sind schwarz. Alles klar. Vor allem, sie steht vorm Spiegel, sie summt vor sich hin. Nebenan Shepherds. Oh, da steht eine Mulan. Hallo? Ja. Und sie geht nicht gucken.
scheint nicht hier zu sein. Dann gehen wir eben schneller. Alles kaputte Spiegel. Vielleicht hat sie auch ein Aggressionsproblem. Die Blumen. Dann. Nicht einfach die Tür zumachen. Endboss. Okay, wir rennen einfach. Ich hab gelernt. Essen. Ich wünsche einen guten Appetit, Emilia. Eventuell bin ich dann schon durch mit dem Spiel. Aber du kannst das Ende ja noch im VOD gucken. Guten Appetit und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke dir. Oh je, das klingt, als stünde mir jetzt was Schlimmes bevor. Viel Glück. Hey, ich glaube, ich muss dort hinten zum Tisch. Kurz Pause. Kurz durchatmen. In Kapitel 5 am gruseligsten. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, dass diese Mulan da plötzlich aus dem Nichts kommt. Finde ich auch schwierig. Okay, hier passiert nichts. Was muss ich tun? Ich wieder warten, dass Mulan hier. Da ist Mulan. Oh. Was muss ich tun? Guckt euch das mal an. Das ist wie bei Layers of Fear. Alle Spiegel sind kaputt. Mach's gut, Susi. War schön, dass du da warst. Und viel Spaß mit Oma wahrscheinlich. Ja. Guck dir das VOD dann auf jeden Fall an. Also, wenn du Bock hast. Ich denke, wir sind dem Ende schon recht nah. Frage ist nur, was ich hier noch tun muss. Aber das finde ich raus. Ich habe bisher alles rausgefunden irgendwie. Ein schwarzer Spiegel. Bis morgen, Susi. Bis spätestens morgen.
Und jetzt guckt sie in den Spiegel und sieht ihr wahres Ich. Sie ist links. Oh, muss ich immer ins Licht gehen? Moment, muss ich immer ins Licht oder muss ich immer ins Dunkel? Oh yeah, müssen wir sie essen? Der Mulan gegessen. Was ist nun gruseliger? Die Frau oder das kleine Ding? Das kleine Ding ist auf jeden Fall ein Monster. Zurück, Franzi. Schönen Feierabend wünsche ich dir. Thank you.
Das war's. Boah. Es hat mir gefallen, das Spiel. Durchgespielt. An einem Stück. Upp, upp. Was sagt ihr zu dem Spiel? So als Zuschauer? Ich meine, zum Zuschauen ist es immer noch mal was anderes als zum selber Spielen oder beim selber Spielen. Und nur knapp über 4 Stunden gebraucht. Richtig, dafür, dass ich mich direkt am Anfang so ein bisschen wie so ein Elefant im Porzellanladen angestellt habe. Aber es gibt noch ein VOD, Franzi. Da kannst du es noch gucken. Ich habe bei solchen Spielen halt immer Schiss, dass ich mich so übelst zum Apfel mache, weil ich irgendwie die Rätsel nicht verstehe. Es gab so 3, 4 Stellen, wo ich kurz davor war, zu googeln, wie es weitergeht. Aber ich habe tatsächlich alles irgendwie selber rausgefunden. Den einen Tipp habe ich mir geben lassen, dass der Wichtel an der einen Stelle gar nichts zu sagen hat. Aber ich habe sonst alles selber geschafft. Zum Zugucken fand es auch ganz spannend und interessant. Das ist schön. Ich meine, ihr sollt ja als Zuschauer auch was davon haben, von dem Spiel. Wenn euch das Spiel jetzt so gar nicht mitgenommen hätte, wäre es ja auch schade gewesen. Sehr schön, direkt durchgespielt. Zum Ende des Jahres 2020. Doch noch geschafft. Ja. Ich habe es doch noch geschafft. Ich muss sagen, die letzten 2 Kapitel haben gar nicht so lange gedauert. Ich habe für die ersten 3 Kapitel über 3 Stunden gebraucht und dachte schon, um Himmels Willen, wenn das nochmal 2 Stunden dauert. Aber die letzten beiden Kapitel waren so 50 Minuten. Mach das, Franzi. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das auf YouTube nochmal hochlade. Dass ich da ein paar Folgen rausschneide und es bei YouTube hochlade. Also wenn du das hier gerade auf YouTube siehst, dann weißt du, ich habe es tatsächlich gemacht. Sehr schön. So geht's auch, ja. Deutschland. Paula Acevedo. Ich habe gerade Paula Avocado im ersten Moment gelesen. Es tut mir sehr leid. Hellas! Ich glaube, ich muss mir dann tatsächlich Little Nightmares 2 auch angucken. Vielleicht die DLCs und vielleicht sind die ja mal im Angebot. Dann gucke ich mir vielleicht die DLCs nochmal an. Aber es hat mich tatsächlich zwischendurch so von der Optik und eben von der Art Spiel, die es nun mal ist, an Brothers, A Tale of Two Sons erinnert. Das hatte ich ja auch vor 1,5 Jahren mal gestreamt. Hat mir auch sehr gut gefallen, das Spiel.
Ich fand auch das Sounddesign gut. Weißt du noch, gegen Ende hin, diese Szene da, wo gerade die ganzen Dicken hinter mir her waren. Die Musik, wie die sich immer mehr zugespitzt hat, richtig gut gemacht. Customer Service Manager Jesus ist der Richtige an der Stelle. Digital Content Manager. Billchen. Billchen. Mulan, guck mal, Localization Project Leader. Sei Mulan. Karin und Franz, ich würde jetzt ja sagen, zwei dumme ein Gedanke, aber das möchte ich euch nicht unterstellen. Ich muss mal gucken. Also wie gesagt, morgen möchte ich eigentlich den Jahreswechsel gern selber entspannt verbringen, zu Hause. Und vielleicht Streams gucken. Das heißt, ich denke, das wird so früher Nachmittag, dass ich den Stream anmache. 13, 14 Uhr. Da haben wir dann nämlich ein bisschen Zeit zu spielen und dann kann ich abends und ihr noch Silvester verbringen. Fürs Spielen. Und danke fürs Zugucken. Bin gerade sehr glücklich, dass ich tatsächlich dieses Jahr noch ein Spiel beendet bekommen habe. Mhm.